Vor 40 Jahren wurde die Kirche St. Michael in Mödling geweiht. Letzten Sonntag feierte die Gemeinde dieses Jubiläum. Bischof Kretzel zelebrierte den Gottesdienst. Heute feiern Sie 40 Jahre St. Michael. Auf was können Sie zurückblicken? St. Michael ist eine Gemeinde, die von meinem Vorgänger ins Leben gerufen ist. Und ich kann mich erinnern an etwas, das er über diese Gemeinde gesagt hat. Er hat gesagt, hier funktioniert Kirche, wie sie sein sollte. Und der Grund ist, dass eben es von Anfang an eine Gemeinde ist, die sehr aktiv war, die sozusagen vieles mitgestaltet, vieles auch mitgetragen hat. Es ist irgendwie das Gefühl, wenn die praktisch Kirche passiert, sozusagen Kirche sich ereignet, dann sind wir daran beteiligt und dann kommt es auch auf unser Mittun an. Von dem her ist das also ein Gegensatz zu Gemeinden, wo man eher das Gefühl hat, ja, sie werden eben betreut, da geschieht etwas, da muss etwas geboten werden. Nein, hier tun die Leute selber mit. Sind Sie froh, dass Sie heute mit der Gemeinde feiern können? Selbstverständlich. Ich feiere ja fast jeden Sonntag mit einer Gemeinde, aber so eine Gemeinde kommt selten vor, weil das natürlich eine besondere Art der Gemeindebildung und auch des Gemeindelebens ist. Und ich höre auch, dass gerne die Kinder hierher kommen und dass auch Gottesdienst mit Kindern und für Kinder gefeiert wird. Und so soll es ja sein. Was bedeutet Kirche und Religion für eine Stadt wie Mödling? Immens wichtig, weil ich selbst bin in der katholischen Kirche verwurzelt. Ich stehe also auch mit meiner Wertehaltung dem Christentum sehr, sehr eng gegenüber. Für mich ist der Glaube an Gott etwas sehr, sehr Wichtiges. Und neben der Spiritualität, die man hat, ist natürlich die Kirche als insgesamt als gesehen ein Kulturträger. Und was bedeutet generell Kirche für eine Gemeinde? Ja, die Kirche ist für eine Stadt wie Mödling und für jede andere Stadt eine ganz besonders wichtige Institution. Und hier, abseits des Zentrums unserer Stadt, ist eben ein neues Zentrum mit vielen neuen Mödlingerinnen und Mödlingern hinzugekommen.